Krieg muss gewonnen werden, das also das erklärte Ziel. Aber welche Strategie verfolgt der Kreml selbst aktuell? Lässt sich da was erkennen? Ich denke, wir werden heute einiges darüber erfahren von Wladimir Putin. Da ist eine Rede geplant heute in St. Petersburg, 80. Jahrestag, Zweiter Weltkrieg, der Durchbruch der Russen, der Blockade von St. Petersburg. Also ein wichtiges historisches Datum für Wladimir Putin. Und da wird er genaueres wahrscheinlich auch über die Umstrukturierung der Armee berichten. Ich denke, Wladimir Putin stellt sich auf einen langen Krieg ein, auf einen Erschöpfungskrieg, auf einen Abnutzungskrieg. Und er hofft darauf, dass dem Westen die Puste ausgeht, dass dieser Marathon nicht durchgehalten wird. Und zwar in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine. Dass der NATO, auch der NATO-Führungsmacht USA vor allem, das Geld wohl nicht ausgeht, aber dass die Bereitschaft sinken wird zu zahlen, dass nicht mehr so viele Waffen kommen und dass Russland eben durch eine sozusagen Durchhaltestrategie seine Ziele erreicht. Und da variieren die Ziele und der Appetit je nach Lage an der Front. Das geht dann wohl bis hin zum Systemwechsel in Kiew oder dem Minimalziel, wenigstens die vier ukrainischen Provinzen in die Russische Föderation zu integrieren, die am 30. September völkerrechtswidrig annektiert wurden, also Saporoschje, Cherson, Donetsk und Lugansk. Christoph Wanner, vielen Dank für diese Einordnungen. Danke nach Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.